Hallo zusammen, mein Name ist Emanuel. Ich bin Physiotherapeut bei Initio in Kaiseraugst und Thema dieses Videos ist die Hüftmuskulatur. Auch dieses Video könnt ihr wieder aufbauend nutzen. Passt super zusammen mit dem Thema Brustwirbelsäule, dem Thema Schulterblattfixation und dem Thema Nackenbeschwerden. Denn wenn wir unsere Haltung optimieren möchten, gerade die Sitzhaltung jetzt im Homeoffice, sind das die wichtigen Schlüsselpunkte zum Bearbeiten Hüfte, Oberkörper, Schulterblätter, Nacken, um dafür zu sorgen, dass wir keine Beschwerden, keine Schmerzen bekommen im Büroalltag. Auch in den Hüftgelenken ist das muskuläre Zusammenspiel sehr wichtig, die Koordination zwischen der Hüftmuskulatur, wie bei allen Gelenken des Körpers. Hier neigen, auch wie bei fast allen Gelenken des Körpers, vor allem die Innenrotatoren, die Adduktoren und die Flexoren. Also die Innenrotatoren, die Adduktoren, die nach innen spannen und die Beuger am Hüftgelenk neigen zu Verspannung und zur Überaktivität, zur Verkrampfung. Die Gegenspieler, die Abduktoren, die Außenrotatoren und die Extensoren, die Strecker der Hüften, neigen zu Schwäche. Bedeutet, wenn wir viel sitzen, immer an der verkürzten Position, aus automatischem Sitzen sind hier die Hüftbeuger verkürzt und die Hüftstrecker in Überlänge. Das heißt, hier ist eigentlich zu viel und hinten zu wenig Aktivität. Wir wollen in diesem Video reaktiv die Beuger, Innenrotatoren und Adduktoren der Hüfte hemmen, indem wir die Abduktoren, Außenrotatoren und Strecker der Hüfte aktivieren und auftrainieren. Dann haben wir ein super koordinatives Zusammenspiel der Muskulatur. Die Hüfte ist schön zentriert und kann im vollen Bewegungsausmaß bewegen, da alle Muskeln gleichmäßig zusammenarbeiten. Der erste Teil des Videos zeige ich euch zwei Dehnübungen, dass mir erstmal zu wenig aktivierten, verkrampften Muskeln dehnen. Im zweiten Teil des Videos zeige ich euch Trainingsübungen, um die Gegenspieler, die wichtigen, die für Stabilität in der Hüfte sorgen, Außenrotatoren, Extensoren, Abduktoren auftrainieren, aktivieren, optimieren. Viel Spaß! Im ersten Teil dieses Videos zeige ich euch zwei Dehnübungen, damit wir die gespannten, verkrampften Hüftbeuger erstmal dehnen, eine optimale Länge wieder bringen, eine optimale Funktionsfähigkeit, dass die Ausgangsposition stimmt für den zweiten Teil des Videos, in dem wir die Gegenspieler, die Außenrotatoren, Abduktoren und Extensoren, Strecker vom Becken aktivieren und auftrainieren, damit die Koordination und das Zusammenspiel der Hüftmuskulatur wieder funktioniert und die Zentrierung gewährleistet ist. Kommen wir also zur ersten Dehnübung. Dafür braucht ihr einen Stuhl, mehr nicht, aber der Stuhl ist wichtig, damit wir möglichst selektiv und spezifisch effektiv dehnen können. Ihr dürft den Stuhl auf eine Seite stellen, das gegenüberliegende Bein in Schrittstellung aufstellen, das andere Bein mit dem Knie auf den Boden. Wenn es unangenehm ist, das Knie direkt auf den Boden zu nehmen, schmerzhaft, einfach eine Matte drunter legen, zusammengerollte Handtuch drunter legen, zum Abfedern, weichere Stand haben und dann mit den Ellbogen rechts und links abstützen, auf den Stuhl, auf das aufgestellte Bein abstützen, dass wir richtig stabilen, guten Stand haben. Ganz wichtig, wir wollen keine zusätzliche Muskulatur, die Balance gewährleisten muss, sondern wir wollen Stabilität haben und dann nur selektiv die Hüftbeuger dehnen. Stabil, dann den Körperschwerpunkt übers Becken nach vorne verlagern und zwar so weit, bis es anfängt, vorne zu ziehen im Bereich der Hüftbeuger. Also vordere Bereich der Hüfte dürfte sehr gut spürbar sein. So weit rein lehnen, dass guter Dehnzug, Dehnschmerz spürbar ist. Soll nicht zu stark schmerzen, sonst spannt man entgegen, sonst löst man Gegenspannung aus. Einfach deutlicher Dehnschmerz und dann in dieser Position verharren. Wir dehnen wieder statisch, wie immer, das viel besseren Effekt hat, als wenn wir jetzt irgendwie reinwippen. Wir wollen nicht Muskulatur aktivieren, sondern wir wollen Muskulatur lösen. Mindestens 30 Sekunden bis 2 Minuten in dieser Position verharren.
Bei manchen passiert recht schnell was, dass sich Spannung löst, dass man plötzlich weiterkommt. Bei manchen dauert es 2 Minuten, bis überhaupt irgendwas sich verändert von der Spannung, vom Gefühl her. Deswegen lieber zu lange als zu kurz in der Position verharren. Dann der Wechsel auf die andere Seite. Dafür stellen wir einfach den Stuhl auf die andere Seite. Das andere Bein diagonal nach vorne. Das andere Bein kniet. Wieder ganz wichtig, stabile Setting abstützen, dass man wirklich und wieder nach vorne verlagern vom Körperschwerpunkt. Wir wollen nur das Ziehen im Bereich der Hüftmuskulatur spüren und nicht irgendwie mit anderen Muskeln spannen und ausgleichen müssen. Auch da wieder 30 Sekunden bis 2 Minuten in dieser Position verharren. Dehnen. Praktisch ist, man kann dadurch, dass man nur einen Stuhl braucht, die Übung überall durchführen, zu Hause, unterwegs, im Hotel. Denn das Wichtigste und Effektivste ist, dass man diese Übung regelmäßig macht. Dann kann man auch nachhaltig etwas an der Muskulatur verändern. Genau. Gut. Jetzt dürfte auf jeden Fall etwas spürbar sein im Becken. Manche haben am Anfang ein bisschen Mühe, wieder hochzukommen, dadurch, dass wir die ein bisschen ausgeschaltet haben jetzt durchs Dehnen. Oder bei manchen fühlt sich schon freier an. Wenn diese Übung nicht gut geht oder Probleme macht, gebe ich euch noch eine Ersatzübung, die ihr auch super machen könnt. Dafür braucht ihr nur einen Tisch statt einem Stuhl. Und zwar dürft ihr euch mal ganz an den Rand nach vorne setzen, gar nicht richtig draufsetzen, sondern eigentlich nur dran lehnen an die Tischkante. Dann ein Oberschenkel in die Hand nehmen, mit den Händen kurz unterhalb des Knies und nach hinten mit dem Oberkörper ablegen, während das andere Bein einfach nach unten locker hängt. Also mit den Händen Oberschenkel Richtung Brustkorb ziehen. Dadurch verhindern wir die weiterlaufende Ausweichbewegung ins Hohlkreuz und haben auch wieder Stabilität und müssen nur noch das andere Bein locker hängen lassen. Dank des Beingewichts und der Schwerkraft sollte wieder ein Zuggefühl, leichter Dehnschmerz im vorderen Bereich der Hüfte entstehen. Achtung, häufiger Fehler ist, man liegt zu weit auf dem Tisch drauf, zu weit hinten, wenn das kein Zugschmerz entsteht, ganz, ganz, ganz weit nach vorne nochmal rutschen, dass das Bein noch weiter überhängt und noch weiter nach unten kommt, bis wirklich ein Dehnschmerz spürbar ist. Gleiche Prinzip wieder, statisch stehen, 30 Sekunden bis 2 Minuten sogar. Man sollte spüren, dass sich der Dehnschmerz verringert und das Bein langsam weiter nach unten kommt. Dann der Wechsel auf die andere Seite. Genau, liegen bleiben. Einfach das andere, den anderen Oberschenkel kurz unterhalb vom Knie umfassen. Anziehen, stabilisieren über die Arme und locker hängen lassen. Das andere Bein in der Dehnposition. 30 Sekunden mindestens. Lieber zu lang als zu kurz. Bei manchen Menschen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer, bis sich ein Muskel löst, der zu sehr aktiviert ist, verspannt ist. Und wichtig bei beiden Übungen, möglichst stabiles Setting. Wir brauchen hier wenig Aktivität, wir halten uns einfach fest und liegen auf dem Tisch. Das andere Bein hängt in der Schwerkraft, wie auch bei der Übung auf dem Stuhl. Wir haben einen stabilen Stand, dass wir nicht mit anderen Muskeln noch aktivieren, ausbalancieren müssen. Möglichst stabil, sonst reagiert immer andere Muskulatur, um die Position stabil halten, zum Ausgleichen. Gut, das kann man beliebig wiederholen, bis sich wirklich
die Muskulatur löst mit der Zeit. Und dann haben wir die Muskulatur vorbereitet, die, wo tendenziell von Natur her schon immer zur Verspannung, zu viel Aktivität neigt. Und bei mir spürt sich jetzt das Becken auch schon, also die Hüfte und Beckenposition freier an. Ich komme mehr in die Aufrichtung. Das kann als Effekt, das kann es als Effekt geben, dass auch jeder spürt am Anfang, vielleicht auch erst, wenn ihr mal ein, zwei Wochen lang die Dehnübung regelmäßig gemacht habt. Wichtige Voraussetzung aber, dann, dass wir überhaupt in eine schöne Aufrichtung, schöne Ausgangsstellung kommen für den zweiten Teil des Videos, die Trainingsübung. Zweiten Teil dieses Videos zeige ich euch jetzt die Trainingsübungen für die Aktivierung der Gegenspieler. Strecker, Außenrotatoren, Abduktoren. Wir haben die Beuger, die verkrampften Innenrotatoren, Adduktoren, Beuger gedehnt. Jetzt zum Hemmen über die Gegenspieler die Trainingsübung. Viel Spaß! Kommen wir also zum zweiten Teil der Kräftigung, dem Training der Hüftstrecker, Außenrotatoren und Abduktoren. Dafür dürft ihr euch zu Hause eine Matte oder einen Teppich aussuchen, auf den ihr drauflegen könnt. Wir machen die Übung in Rückenlage. Und zwar so, ihr legt euch auf den Rücken, Beine aufgestellt, Kopf abgelegt, Hände seitlich stabil abgelegt als Ausgangsstellung. Die Übung geht folgendermaßen. Nehmt ein Bein in die Höhe, Ferse Richtung Decke und dann hebt ihr euer Becken ab, bis ihr Schulter, Hüfte und Knie in einer Linie habt. Also ganz strecken und öffnen von der Hüfte. Ich zeige es nochmal auf der anderen Seite. Bein nach oben, von der Bewegungsrichtung Becken, Ferse und damit auch Becken anschließend weiterlaufend Richtung Decke, sodass ihr richtig schön eine gerade Linie habt. Schulter, Becken und Knie. Ganz wichtig, was nicht passieren darf, häufiger Fehler, ich zeige es nochmal auf dieser Variante, sieht man es besser, wenn ihr das Knie anhebt, ihr dürft nicht im Becken abkippen. Also das Becken muss stabil bleiben, Stabilisierungsübung gleichzeitig fürs Becken, während wir die Bewegung machen, antippen, strecken, antippen, strecken, antippen, strecken, nie abkippen, im Becken, ganz wichtig, Becken stabil halten. Okay, starten wir also mit der Übung. Super wär's, also gutes Niveau habt ihr, wenn ihr 40 Wiederholungen pro Seite schafft. Wenn ihr weniger schafft, ist nicht so schlimm, dann habt ihr ein Trainingsziel. Wenn ihr mehr schafft, umso besser, dann habt ihr keine zu schwachen Hüftstreckmuskulatur. Wichtig ist einfach dieses stabil halten vom Becken. Und schaut euch gut an, schafft ihr gleich viel Wiederholung auf der rechten wie auf der linken Seite, denn daran erkennt ihr, ob ihr muskuläre Disbalancen einseitig habt. Wenn eine Seite schwächer ist wie die andere, könnt ihr euch die stärkere Seite als Trainingsziel nehmen, um die schwächere Seite aufzutrainieren. Wir starten mit der Übung. Eins, antippen, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9. Achtet darauf, dass ihr schön die Gesäßmuskulatur bewusst anspannt. Zusammenkneifen, anspannen und das Becken ganz öffnen. Genau. 20, 21, 22. Super. Dranbleiben. Gesäß anspannen, zusammenkneifen und ganz nach oben. Super. 8, 20, 29, 30. Letzten 10. Sieben. 30, 38, 39, 40. Ganz hoch und wieder ablegen. Kurze Pause, dann der Wechsel auf die andere Seite. Bein nach oben, anderes Bein stabil.
Arme, Hände stabil abgelegt seitlich. Und wir starten. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz nach oben, ganz öffnen. Gesäß zusammenkneifen. Genau. 12, 13, 14, 15, 16. Genau, dranbleiben. Weiter so. Gesäß zusammenkneifen. Strecken. Dreißig, einunddreißig, vierunddreißig, sechsunddreißig, siebenunddreißig, achtunddreißig, neununddreißig, vierzig. Super. Kurze Pause. Jetzt kontrollieren. Schafft ihr gleich viel Wiederholungen rechts und links. Wenn einseitig, weniger Wiederholungen möglich. Aufgrund von Kraftdefizit die andere Seite, die stärkere Seite als Trainingsziel, um die muskuläre Disbalance auszugleichen und aufzutrainieren. Bei der nächsten Übung. Also, wenn die Übung zu anstrengend ist, zu schwierig, machen wir das Gleiche mit beiden Beinen oder auch als Zusatzübung jetzt anschließend, dass wir nicht nur einseitig, sondern auch beidseitig wieder die Brücke machen. Wenn ihr sowas habt zu Hause, ein Loop-Theraband oder andere Hersteller, spielt keine Rolle, nehmt gern die gelbe Farbe, einfachere Widerstand, derzeit aktiviert zusätzlich die Außenrotatoren und gibt noch einen zusätzlichen Trainingswiderstand. Genau. Kurz unterhalb vom Knie reinschlüpfen, anbringen, geht aber auch sehr gut ohne. Einfach als kleines Feature, dass wir durch den Zug nach innen die Bewegung nach außen aktivieren, Außenrotatoren zusätzlich haben. Dann wieder. Im Liegen. Beide Beine aufgestellt und Becken nach oben. 2, 3. Ganz strecken und bewusst Gesäß zusammenkneifen, aktivieren. Wir wollen das Becken ganz öffnen. Die Beweglichkeit, die wir uns durch Stretching angeeignet haben, komplett ausnutzen und maximal Gesäßmuskulatur, Hüftstrecker aktivieren. Für die, die das Band verwenden, darauf achten, dass die Knie nicht zusammengehen, dass die Knie mit Spannung am Ort bleiben und zusätzlich die Außenrotatoren mit aktiviert werden. Letztendlich geht es da auch wieder möglichst um eine Maximalanzahl. Machen wir also auch beidbeinig nochmal 40 bis 50 Wiederholungen. Ungefähr 20. Wichtig ist mit dem Gesäß nur am Boden berühren, ganz leicht und wieder hoch. Nur berühren, nie ganz absitzen mit dem Gesäß, nie entlasten. Nur berühren und wieder in die volle Streckung. Berühren, volle Streckung. Berühren, volle Streckung. Genau. Gut. Letzten 15 noch. Genau. Gesäß anspannen. Ganz öffnen. Und dranbleiben. Perfekt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jetzt haben wir 40 Wiederholungen. Ihr dürft gerne mehr machen, wenn ihr möchtet, wenn ihr könnt. Nach oben hin offen. Wiederholungsanzahl. Die letzte Übung ohne Band. In Seitenlage. Wechseln.
Beine leicht beugen, Füße aufeinander platzieren, Hände die Hüfte stützen und die Bewegung öffnen, Knie nach außen, drehen, abheben, auf die Seite nach außen drehen. Wir aktivieren die Abduktoren, die Außenrotatoren in der Hüfte. Genau. Wenn das zu einfach ist, kann man wieder mit dem Band arbeiten als Widerstand, um noch mehr Trainingseffekt zu haben. Genau das Gleiche mit Band, mit Widerstand. Wieder das praktische Vorteil am Band ist, man kann es überall hin mitnehmen, immer dabei haben. Genau. Und sogar mit Widerstand trainieren. Hier würde ich 3x15 bis 20 Wiederholungen empfehlen, Dreier-Serien und natürlich mit Wechsel beide Seiten. Leg mich so hin, damit ihr mich seht von der anderen Seite, genau gleich, abgestützt seitlich, Füße aufeinander, Knie aufeinander, über die Hand im Becken fixieren und öffnen, nach hinten, nach außen rotieren, abheben, um die Abduktoren, Außenrotatoren zu aktivieren oder mit Band oder hoher Wiederholungszahl sogar zu trainieren, zu kräftigen. Da dürft ihr jetzt weitermachen. 3 Serien, 15 bis 20 Wiederholungen bis zur Ermüdung. Ihr sollt es auf der Seite, hinten und seitlich im Gesäßbereich spüren. Die nächsten Übungen werden wir im Stehen machen, deshalb kurzer Cut und dann geht's weiter. Die letzten 2 Übungen machen wir im Stehen. Wie ihr seht, habe ich wieder ein Band um die Knie, also wenn ihr ein Band zu Hause zur Verfügung habt oder euch besorgen könnt, gern mit Band, mit Widerstand, nehmt am besten wieder das gelbe oder höchstens rote Farbe vom Widerstand her, geht aber auch ohne Band, zeige ich euch gleich eine adaptierte Variante. Wir machen einfach Kniebeugen mit dem Gesäß nach hinten, unten und wieder nach oben. Ganz wichtig, wir wollen Gesäßmuskulatur aktivieren, trainieren, nicht nach vorne gehen, nicht mit den Knien über die Fußspitzen, dann belasten wir die Knie und trainieren aber nicht effektiv die Gesäßmuskulatur. Hüftbreit ungefähr stehen, ja, nicht ganz so breit, aber hüftbreit. Und dann entgegenlagernd nehme ich gern die Arme nach vorne gestreckt und so weit wie möglich nach hinten mit dem Gesäß, dass wir wirklich das Körpergewicht über der Ferse spüren. Genau. Wer ein Band um die Knie hat, darauf achten, dass die Knie nicht nach innen ausweichen, sondern dass die Knie schön gerade bleiben. Immer auf Spannung, das Band immer auf Spannung halten. Dadurch kommen wir noch zusätzlich wieder an die Außenrotatoren dran. Genau. Squats, Kniebeugen, schön weit nach hinten im Gesäß. Ganz wichtig, als Gegenlagerung könnt ihr die Arme nach vorne nehmen. Ihr könnt sie auch in die Seite stemmen, aber ich komme sogar noch ein bisschen weiter nach hinten, wenn ich entgegenlager. Genau. Natürlich machen wir hier auch maximale Ausbelastung, maximale Wiederholungsanzahl, mindestens 3x20, aufwärts, unbegrenzt, bis zur vollständigen Ermüdung. Wichtig ist einfach, dass ihr wirklich die hintere Gesäßmuskulatur ermüdet und dort den Trainingseffekt, die Ermüdung spürt. Eine zusätzliche Möglichkeit zu den normalen Squats sind die Side Squats. Dafür könnt ihr die Hände in die Hüfte nehmen und einen Seitschritt machen, dann in die Hocke und wieder nach oben und zurück. Andere Seite, Seitschritt, in die Hocke, nach oben und zurück. Wichtig dabei, weit nach hinten, weit nach unten mit dem Gesäß und zurück. Genau, ihr sollt das Körpergewicht über den Fersen spüren, richtig weit hinten und weit unten. Dann ist es am effektivsten. Nicht mit den Knien über die Fußspitzen hinaus. Genau. Auch die Übung kann man mit Band machen. Ihr dürft gerne weitermachen, wenn ihr kein Band habt. Sonst das Band einfach schnell anlegen, oberhalb der Knie, wie gehabt.
Und dann genau das gleiche. Seitschritt nach hinten, unten, weit und wieder nach oben kommen, zurück. Seitschritt nach hinten, unten und zurück. Genau. Genau das gleiche mit Widerstand, mit zusätzlicher Aktivierung der Außenrotatoren, Abduktoren. Genau. Einfach noch ein bisschen mehr Trainingseffekt durch den Widerstand. Aber auch ohne Band könnt ihr genauso viel Trainingseffekt erreichen mit einfach mehr Wiederholung bis zur Ermüdung. Genau. Weit nach hinten, unten im Wechsel. Gut. Je Seite 3x20 Wiederholungen, mindestens, gern mehr. Wichtig einfach, dass die Knie durch den Zug des Bands nicht nach innen gezogen werden, sondern dass die Knie schön außen behält, dass die Spannung der Abduktoren, Außenrotatoren die Knie stabilisiert. Und dann dürft ihr gern weitermachen bis zur Ermüdung, dass ihr richtig schön spürt, die Gesäßmuskulatur und die seitliche Oberschenkelmuskulatur. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr findet uns auf Google+, auf YouTube und ich freue mich schon. Alles Gute euch. Ciao.